Herzlich willkommen in der Berliner Allsporthalle, meine Damen und Herren. Lorenz Funk rief und alle sind gekommen, um mit ihm gemeinsam Abschied zu nehmen. Abschied von seiner aktiven Zeit. Über 6000 Berliner wollen ihm ihre Reverenz erweisen. Gekommen sind auch die Oldies, die Cracks von damals. Hinter mir auf dem Eis machen sie sich schon warm, um gleich zu spielen. Und auch die aktuelle Nationalmannschaft ist willkommen mit ihrem Bundestrainer Xaver Unsinn. Lorenz Funk, ich sagte es bereits, Eishockey-Rekordnationalspieler. Aber wer erinnert sich noch an seine größten Erfolge? Wann waren sie? Woher hat er sie gefeiert? Und wo hat er sie gefeiert? Hier in Berlin? Auch, denn er ist mehrmals Deutscher Meister geworden mit dem Berliner Schlittschuhclub. Friedrich Karl Brauns ist für sie tief in die Archive gestiegen. Der EC Bad Tölz in hellen Trikots von links nach rechts angreifend war vor 4 Jahren letztmalig Deutscher Eishockeymeister und führte in der diesjährigen Endrunde aus bisher 3 gewonnenen Spielen klar mit 6:0 Punkten. Gestern Abend traf er bei 25 Grad schneidender Kälte auf heimischem Eis auf die junge Mannschaft des ESV Kaufbeuren. Und hier der erste Tölzer Treffer, den Funk vom dritten Sturm nach einer Bilderbuchkombination mit Gerg unhaltbar an Torwart Sett vorbei erzielte. Lorenz Funk, der Mann mit der Zipfelmütze aus dem dritten Sturm. Aber von den Qualitäten her war der Lenz schon damals erstklassig, als er 19-jährig mit dem EC Bad Tölz Deutscher Meister wurde. Die Zipfelmütze hat er bald abgelegt. Die Trikot Nummer 9 aber blieb bis zum Ende der aktiven Laufbahn, sowohl im National- wie im Clubteam, das Markenzeichen des Lorenz Funk. Höchstens bei einer Meisterschaftsgaudi trug er anderes auf dem Eis spazieren. Die Verantwortlichen des Berliner Schlittschuhclubs waren wirklich gut beraten, als sie den inzwischen gestandenen Nationalspieler 1972 an die Spree holten. Der gelernte Kunstschlosser mit der vorbildlich professionellen Einstellung zum Eishockey avancierte rasch zum Publikumsliebling, zum Regisseur und zum zuverlässigen Goalgetter. Während das Haus noch den vermeintlichen Treffer feierte, kämpfte der überragende Lorenz Funk verbissen. Er, Koivunen und Hüttmann rissen die anderen Spieler mit. Die Sekunden galoppierten, der Sportpalast tobte und da schoss Rader. Den Abpraller brachte Lorenz Funk am überragenden Torwart Lexel vorbei im Netz unter. 5:5. Ein gerechtes Ergebnis nach einem spannenden Eishockey-Krimi. Funks Tor gegen den deutschen Meister e.V. Füssen, erzielt am 6. März 1973, war in mancherlei Hinsicht symbolträchtig. Zum letzten Mal fand im traditionsbeladenen Berliner Sportpalast, der wenig später abgerissen wurde, ein Eishockeyspiel statt. Und der Nachkriegsrekordtitelträger Füssen erlitt, gerade zum letzten Mal zum Meister gekürt, eine deklassierende Niederlage gegen seinen potenziellen Nachfolger. Trainer Xaver Unsinn, mit Funk und anderen 1972 nach Berlin gewechselt, führte den BSC zur 19. deutschen Meisterschaft. Im Spiel gegen den Augsburger e.V. wurde der Triumph perfekt gemacht. Funk natürlich als Torschütze und Passgeber dabei. Karnevalsstimmung in Berlin an diesem 17. Februar 1974. Szenen, die sich 2 Jahre später und dann sogar zweimal wiederholen sollten. Olympische Spiele 1976. Das Herzschlagmatch gegen die USA stand kurz vor Schluss 3:1. Lorenz Funk, wir werden das gleich noch einmal in der Zeitlupe sehen, ließ täuschend die Scheibe zu seinem Clubspezi Gori Köpp durchlaufen. 4:1. Wie sich wenig später nach komplizierter Regelauswertung herausstellte, war damit die deutsche Mannschaft dank des um tausendstel Bruchteile besseren Torquotienten Bronzemedaillengewinner geworden. Wie sich die Bilder gleichen. 1976 wurde Funk erneut mit dem Schlittschuhclub deutscher Meister. Mit großer Überlegenheit übrigens. Aber so sehr die Fans das auch singend forderten, Ewigkeitswert besaß das leider nicht.
Immerhin kam es im Europapokal zum bemerkenswerten Aufeinandertreffen mit den anderen Berlinern vom SC Dynamo, die sich auch in eigener Halle geschlagen geben mussten. Und Lorenz Funk trug nach Zuspiel von Hofer sein Schärflein dazu bei. Ob Xaver Unsinn oder Gerhard Kiesling, ob Olle Öst oder Mike Desky oder auch Jim Setters. An Dienstjahren im gemeinsamen Club hat Lorenz Funk seine früheren Trainer sämtlich überrundet. Den Dauerläufer und Dauerbrenner warf auch der Konkurs des Schlittschuhclubs nicht aus der Bahn. Nach kurzem Riesersee-Intermezzo blieb er jahrelang Integrationsfigur der Eishockey-Preußen und ist nun deren Trainer. Die erste Attraktion dieses hoffentlich stimmungsvollen Abends, nämlich das Spiel einer Mannschaft des Berliner Schlittschuhclubs, der Meistermannschaft 74 und 1976. So lange ist das schon her, dass die Berliner die erste Geige im Eishockey spielten gegen eine All-Star-Mannschaft, gebildet aus ehemaligen Nationalspielern aus Krecks vergangener Jahre. Wir werden sicherlich im Laufe dieser Übertragung Gelegenheit haben, auf die meisten von Ihnen ausführlich einzugehen. Der Berliner Schlittschuhclub in diesem ersten Drittel der 3x7 Minuten Spielzeit von rechts nach links. Hier Mike Wanner mit der ersten Chance gegen Toni Kehle und nachrückend Kai Nilsson. Der Beifall gilt dem Füssner, der 17 Jahre, heute fast undenkbar, für seinen Verein, den EV Füssen, aktiv war, heute Gutbestalter, Omnibus-Unternehmer im Allgäu. Betreut wird die Mannschaft der Oldstars von Mike Dusky, der Herr, der uns hier den Rücken zudreht, mit dem typischen Hütchen, auch ein Vertreter der Hutgeneration wie Xaver Unsinn, der den Berliner Schlittschuhclub betreut zusammen mit Hans Balster. Auch das wie in früheren Tagen. Im Hintergrund Lorenz Funk. Alois Schloder, der ja selbst seinen Abschied vor wenigen Monaten feierte und der eigentlich hier noch der überragende Mann sein müsste. Denn es ist ja erst die erste Saison nach Alois Schloder. Auch ein Eishockey-Denkmal wie Lorenz Funk. Hier ist wieder der Spieler mit der Nummer 15. Und Dr. Ernst Adelmeier, früher auch beim Berliner Schlittschuhclub, hat inzwischen seinen Medizindoktor gebaut und hat schon die Praxis seines Vaters übernommen. Beispiel dafür, wie man Leistungssport und berufliche Ausbildung miteinander verbinden kann, auch in einer Zeit des Professionalismus mit hohen Ansprüchen. Hans Zach, Sturm Tank 1 und der elegante Sven-Erik Brennström, der Schwede. Und man sieht es, die Bewegungen sind natürlich etwas langsamer geworden, aber sie haben an Kombinationspräzision und an Trickreichtum nicht viel verloren und nicht viel verlernt. Hans Zach. Tor! 1:0 für den Berliner Schlittschuhclub durch Hans Zach, der in Rosenheim in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet hat. Da freut er sich, der Xaver Unsinn. So wie damals, der jetzige Nationaltrainer, Alois Schloder. Einer der Filigrantechniker im deutschen Eishockey schlechthin. Auch er übrigens, beruflich sehr gut gestellt, Sportamtsleiter in Landshut. Auch er hat es also geschafft, schon rechtzeitig für die Zukunft zu sorgen. Und Tor! Oh, das wäre dem Toni früher nicht passiert, wie bei diesem Schuss von Tibor Woser. Schiedsrichter Böhm, dessen Beine Sie da im Vordergrund sahen, aus Landshut, hat das zweite Drittel freigegeben. 2:0 für
den Berliner Schlittschuhclub in einer Partie, die von beiden Mannschaften fast körperlos geführt wird. Atypisches Eishockey sicherlich, aber genau das Richtige für diese alten Herren, wobei alte Herren nicht abwertend gemeint ist, sondern für diese Spieler auf dem Eis eher ein Kompliment. Hanno Koivunen, herrlich an der roten Linie gesehen, Kai Nilsson und Toni Kehle. Es wird natürlich von beiden Mannschaften nicht allzu ernst genommen, was hier abläuft. Ernst Ademeyer und Otto Schneidberger mit der Nummer 2, der jetzt hier Trainer der Düsseldorfer, als Spieler und als Trainer, ein Liebling an der Bremenstraße. Hans Zach, der schickt Toni Hofer. Also man spürt schon den Ehrgeiz der Männer vom Berliner Schlittschuhclub, es den 6000 nochmal zu zeigen. Aber Toni Kehle steigert sich von Minute zu Minute. Tränenbeifall für beide Mannschaften. Otto Schneidberger. Rainer Philipp. Ademeyer. Oh, und der aktuelle Richter zum ersten Mal nöten. Der Spieler mit der Nummer 8, der kann ein bisschen leid tun, weil er nicht zu seinem 200. Länderspiel gekommen ist. Wollte das so gern in diesen 200er Club aufgenommen werden, aber es blieb bei 199. Manni Müller. Früher ein ungeheuer beliebter Verteidiger in Berlin mit den Vosa-Brüdern, Nummer 12 und Nummer 10. Hier der Ferenc. Und da der Tibor. Tor. 3:0. Für den Berliner Schlittschuhclub und der Torschütze Nikolaus Mangold. Das sieht gut aus, wie sie da kombinieren. Natürlich machen es die Allstars ihnen etwas leicht, dadurch diese Tore. Mangold. Schön, Ferenc Vosa. Er war das klasse vorbereitet, aber da haben sie natürlich auch zugeschaut, die Herren in den roten Trikots und den schwarzen Hosen. Nochmal den Sturmlauf von Mangold, der nur ganz sanft attackiert wird. Dann sehen Sie gleich jetzt den Rückpass zu Ferenc Vosa, der das förmlich erahnt und klettert geschlagen. Karl Gustav Richter, der übrigens jetzt in der Oberliga für den Berliner Schlittschuhclub spielt. Der Spieler mit der Nummer 16. Ja, in der Oberliga Berliner Schlittschuhclub. Wer hätte das damals gedacht, dass der Sturz so tief gehen würde? Aber der Konkurs seinerzeit 1982 hat alles verdorben. Otto Schneidberger. Schauen Sie mal wieder, der Axel Richter den Puck vom Otto Schneidberger wegfängt, als sei das die selbstverständlichste Sache der Welt. Klasse. Den Schlittschuhclub und nun endlich das Ehrentor, soll man so sagen, für die Allstars und Sepp Reif, der Tölpe, der Torschütze. Schauen wir uns nochmal an. Vom Bulli gekommen,
nach wie vor tonangebend, die Mannschaft des Berliner Städtschiffler. Tanner, Verteidiger, die hält jetzt nicht mehr in ihren Formationen. Bei der rot gekleideten Auswahlmannschaft und Ferenc Vosa. Oh, hat das schön gescheppert. 5:1. Ach, gäb's doch diese Zeiten in Berlin recht bald wieder. Sein drittes Tor übrigens. In der Zeitlupe lassen wir uns das auf der Zunge oder wo auch immer zergehen. Oh, jetzt Massenversammlung. Jetzt sind alle Spieler aufs Eis gekommen. Hei, 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 hei. Da geht's zu wie auf dem Halensee, wenn da mal Eis ist. Alle stürzen übereinander, untereinander. Ist der Puck nun vor oder nicht? Eis ist vollkommen egal. Und Schiedsrichter Böhm, ihm wird angezeigt vom Brandfunk. Ich war der Torschütze als Torhüter. Aber ich glaube, das ist ja eine tolle Sache. Es hat es noch nie gegeben im Eishockey. Auf jeder Mannschaft. 12 Spieler und Zugabe, halt es hier durch die Halle. Wie eins im Sportpalast. Ein Jammer, dass es den nicht mehr gibt. Otto Schneidberger, Sie sind ja der erste Mann gewesen, der in den Westen gegangen ist. Sie haben in Düsseldorf für Furore gesorgt. Sie sind der Publikumsliebling an der Bremenstraße. Dort herrscht ja jedes Mal solch eine Stimmung wie heute hier in Berlin. Wir wären auch schon wieder gerne erstklassig. Als Sie da in den Westen kamen und in Düsseldorf nun zu Hause sind, woher kommt es, dass Sie so populär da sind? Woran liegt es? Ja, ich glaube, dass vielleicht den Leuten meine Spielart gefallen hat zu dieser Zeit. Ich war immer ein Typ, der eine Einstellung gehabt hat. Und ich muss sagen, das Düsseldorfer Publikum ist ein Eishockey-Publikum, das sehr schnell zu begeistern ist. Und ich möchte die Jahre nie vermissen, das war sehr schön. Aber ich glaube, dass in Berlin dasselbe passieren kann. Und ich kann nur hoffen, dass Berlin aufsteigt. Weil eine Großstadt wie Berlin gehört einfach in die erste Liga. Und ich würde sagen, die ziehen auch in anderen Stadien, ziehen die auf alle Fälle auch viel Zuschauer. Ja, Sie haben ganz schön geschwitzt, Sie haben 0-6 verloren. War das ein Gastgeschenk, ein Geschenk an den Gastgeber, Alois? Naja, sicherlich haben wir ein bisschen Berlin-Hilfe gemacht. Die Torhüter waren ein bisschen schwergewichtiger wie die Berliner, aber die Berliner Mannschaft war klar besser. Hat schon passt so. Er hat den Torwart angesprochen, Toni Kehle. 6 Dinger reinzukriegen, das ist so eine ganze Menge. Ja, waren keine 6. 2 für mich, der Rest hat der andere gemacht. Also. Aber das bleibt sie gleich. Ich erinnere mich, dass Sie als deutscher Meister mal mit Ihrer Füssener Mannschaft nach Berlin kamen und im Sportpalast hat Ihnen der Lorenz Funk die Dinger eingehauen. Erinnern Sie sich auch noch? Kann ich mir schlecht erinnern, dass mir der Lorenz die Dinger eingehauen hat, aber es ist vielleicht möglich. Sie sind ja sehr bodenständig, Sie sind in Füssen groß geworden und sind auch immer in Füssen geblieben. Hatten Sie nie Angebot oder wollten Sie nie weg, so à la Uwe Seeler, der auch immer in Hamburg geblieben ist? Ja, doch, Angebote waren da, aber ich selber habe eigentlich nie das Verlangen gehabt, wegzugehen. Und auch beruflich war es bei mir eben sehr schwer möglich. Bedanke mich, hab noch ein bisschen, höre ich gerade, kann noch einen Satz an Otto Schneidberger richten. Ja, die erste Bundesliga hat ja einen Zuschauerzuspruch erlebt bisher, der ist eigentlich sagenhaft. Und liegt es an den Leistungen oder ist die Begeisterungsfähigkeit einfach da bei den Spielern und bei den Zuschauern? Ja, da kommt auch, wie gesagt, wieder Frankfurt dazu, eine Großstadt. Da ist es jedes Mal ausverkauft mit 6.000 Zuschauern. Und es kommt noch dazu, dass Graf Beuern sehr gut spielt. Und dass da auch immer ausverkauft ist, dadurch ist mehr Publikum. Und ich kann das nur begrüßen und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und wie ich vorher gesagt habe, Berlin wäre der Nächste. Ich hoffe, dass es schaffen, dass ich noch mehr Zuschauer. Und dann können wir nur sagen, dass im Eishockey hoffentlich wieder mehr bergauf geht. Die letzte Frage stelle ich nicht an Sie, sondern an Alois Schloder. Wer wird denn deutscher Meister? Das ist eine schwierige Frage. Wie Sie wissen, ist in der Playoff alles möglich. Aber wir haben 4 gleichwertige Mannschaften oben zurzeit. Und da von den ersten 4 wird sicherlich einer Meister. In der Playoff ist alles möglich. Eine sehr diplomatische Antwort. Bedanke mich. Jetzt geht's in die Kabine und anschließend wird heute Abend noch ganz schön gefeiert. Was? Ja, danke. So, jetzt wird hier ganz glatt auf dem Eis für 2 prominenten Mannschaften. Die spielen nämlich in Eishockey-Kostümierung Fußball. Nur mit dem einen Unterschied, dass sie eben keine Schlittschuhe haben, sondern tatsächlich auf Turnschuhen hier in der Eishalle agieren. Na, ob das gut geht, wir werden es ja sehen. Aber sind ein paar ganz gute Fußballer dabei, kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Dieter Nüssing zum Beispiel, den Sie da mit der Nummer 7 vorn rutschen sehen, bei der grünen Mannschaft, die von links nach rechts spielt. Und solche Einlagen wird es öfter geben.
Und bei den Weißen im Tor, der Mann in Schwarz, Wolfgang Farian, der frühere Nationaltorhüter, der mit Hertha BSC sehr gute Zeiten erlebt hat. Rolf Rüssmann, schauen Sie mal, wie sich ein gelernter Fußballer auf dem Eis auch bewegen kann. Rolf Rüssmann, der Schalker, der dann auch noch in Dortmund spielte. Und Dieter Nüssing, einer der vielen guten Franken in Berlin. Oh, der Rolf, der wollte dem Wolfgang Farian gleich einen reinhauen hier in der Anfangsphase. Und Xaver Unsinn ist der Schiedsrichter bei dieser Partie. Richtig ist es, dass nichts passiert, aber dafür will Professor Manfred Weigert sorgen, der an der Bande mit etwas sorgenvoller Miene steht. Vielleicht können wir ihn nachher mal zeigen. So, das ist nun der Konter der Weißen mit Willi Mehlkopf, dem Olympiateilnehmer, der Springreiter. Auch da ja ein großes Turnier in dieser Woche hier, das traditionelle CHI, Willi Mehlkopf, einer der Stars. Klaus Wolfermann und Wolfgang Farian. Es war die erste Halbzeit, das Tor ist noch nicht gefallen. Aber ich glaube, der Beifall des Publikums für diese mutigen Recken ist verdient. Zweite Halbzeit in diesem Fußball-Einlagespiel auf Eis. Ach, da hat aber Pech gehabt, der Jürgen Sundermann. So ist er selten als Fußballer auf dem Rasen auf den Rücken gefallen und Bauchlandung will er schon gar nicht machen mit Hertha BSC. Ja, in der Oberliga mit Aufstiegsambitionen in die zweite Bundesliga. Also Gott sei Dank ziehen da einige der Herren mal das Bein zurück, denn sonst wäre das nicht so ganz ungefährlich. Und Jack Wild. Da weiß ich, dass der eigentlich in jedem Spiel vor Ehrgeiz brennt, egal wo der spielt. Für ihn geht es eigentlich immer um alles. Hat sich sogar mal bei Tennis Borussia in der Bundesliga versucht. Bodycheck. Oh, der Dieter Nüssing trifft den Posten. Nach dem Schuss von Goldberg knapp neben das Tor. Ich habe den Eindruck, so langsam gewöhnen sich die Spieler daran, dass sie keinen Rasen unter sich haben, dass das alles ein bisschen rutschiger ist. Ganz toll die Aktion. Bloß ein Tor würde die Sache noch wirken. Armando Fernandes, Heuer. Tor verschoben in der Schlussphase, kann man Penalty geben. Ein Handballer zwischen zwei Fußballern. Wenn es dem Menschen zu wohl wird, geht er aufs Eis. Man sagt, wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Rolf Rüssmann, Walter Dohn und Wolfgang Farian. Walter Dohn, die als Handballer erste Mal auf dem Eis gestanden, in dieser Art und Weise. Ja, das war für mich eine Premiere heute. Ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber auf die Dauer wäre es nicht für mich. So, ich hoffe, man versteht uns noch. Es ist ein wahnsinniger Krach in der Halle. Die Nationalmannschaft aufs Eis gekommen, auch der BSC Preußen. Der Lärm wird gleich wieder abebben. Rolf Rüssmann, hat Spaß gemacht, was? War ein herrliches Vergnügen. Ja, also, wenn man schon die Fußballvereine jetzt auch in Unternehmen umtaufen kann, dann können die Fußballer langsam auch aufs Eis gehen, glaube ich. Also, ich glaube, dass es eine Jux-Veranstaltung ist und dass man viel Spaß für die Zuschauer hier auf diese Art und Weise den Fußball bringen kann. Es interessiert ja auch ganz kurz, was machen Sie denn jetzt so? Ja, ich bin in vielen Sachen Fußball unterwegs. Sie wissen, ich möchte als Manager arbeiten, aber das Richtige hat sich noch nicht ergeben. Ich habe also... Vielleicht steigen Sie auch noch ins Eishockey-Geschäft ein. Ja, aber dann als Fußballspieler, nicht als Eishockey.
Wolfgang Farian, Sie haben großartig gehalten, noch nicht von Ihrem Können eingebüßt. Erinnern Sie sich noch an die schöne Zeit in Berlin, aber nicht auf dem Eis, sondern auf dem Rasen. Ja, gerne. Deswegen kommt man immer wieder gerne nach Berlin. Und als es hieß, Lorenz Funk macht ein Abschiedsspiel, da braucht ich nicht lange überlegen. Erstens dem Lorenz zuliebe und zweitens Berlin zuliebe. Und was hier das Eis anbetrifft, würde ich sagen, wir sollen eine Hallenmeisterschaft auf dem Eis machen, denn die Resonanz war sehr gut, die Stimmung war gut. Und Ich glaube, beim Hallenfußball, beim normalen Fußball, kann es nicht besser sein. Walter Dohn, das ist vielleicht auch Ihre Meinung, könnte man machen. Aber Sie wollen wieder einsteigen ins Handballgeschäft, habe ich gehört. Ganz aktuelle Situation. Ja, ich habe also mich nach langem Hin und Her überreden lassen. Ich mache morgen wieder mein erstes Spiel. Und ich hoffe, dass ich meinem Verein SG Waldhof-Mannheim damit helfen kann. Okay. Lorenz Funk, Sie haben es angesprochen. Wolfgang Farian, Rolf Rüssmann, bedanke mich, dass Sie hier waren. Jetzt wird geduscht und auch heute Abend wird er natürlich noch kräftig gefeiert. Lorenz Funk, wir haben uns mal umgehört. In der Stadt Friedrich Karl Braun war mit dem Mikrofon und mit der Kamera unterwegs. Was halten Sie von Lorenz Funk? Na prima. Das ist ja alles, was man sich wünschen kann. Ne? Die ganzen Jahre hat er uns die Stange gehalten. Nur Trainer ist er ganz unheimlich. Das finde ich ganz toll. Wie Hannes Sorek beim Fußballer. Ich würde sagen, gleichzusetzen mit Uwe Seeler im Fußball und Beckenbauer für das Eishockey. Ohne Lorenz Funk wäre hier tot. Wo ist der Spieler aller Zeiten? In Deutschland. Ja, sicher, in Deutschland. Ja. Und warum, Ihrer Meinung nach? Beständig, dauerhaft, exzellenter Spieler. Und jetzt selbst als Trainer hat er sich schon wieder bewiesen. Die absolute Institution für Berlin. Der beste Spieler, den es in Berlin je gab. Rekordnationalspieler und ich glaube, das werden viele bedauern, dass er nicht mehr spielt. Und was hat dir denn so an ihm besonders imponiert, wenn du hast spielen sehen? Naja, der hat immer gut in der Abwehr gestanden und der hat sehr, also vorbildlich gespielt. Der hat uns die Strafminuten gekriegt und so, der hat immer sehr wenig Strafminuten gehabt. Und vor allen Dingen sein kämpferischer Einsatz war immer vorbildlich für alle. Spielerpersönlichkeit für Berlin schlechthin war, hat viel getan für den Eishockey hier in Berlin. Schon früher in den 70er Jahren und jetzt eben auch als Trainer auch, er hat viel aus der Mannschaft gemacht. Vor allem die Jungs jetzt, die neue Juniorenreihe, ist natürlich super, dass er die mit einbaut und so, finde ich ganz toll. Oh, ich finde ihn ganz gut, ja. Haben Sie noch als Spieler miterlebt oder nur als Trainer? Nee, auch als Spieler. Ja. Er hat immer mächtig Spiel gemacht, das war klasse. Ja. Wie denken Sie über Lorenz Funk, was halten Sie von ihm? Ich meine, er ist der Größte. Und er hat ja die Preußen auch ganz schön weit gebracht jetzt, ne? Bei Lorenz Funk? Lieber netter Mann. Als das Eishockey kaputt ging oder beinahe kaputt gegangen wäre in Berlin, hat der Lenz die Sache an sich gerissen und ich muss sagen, er hat das sehr gut gemacht. Er hat Berlin das Spitzeneishockey erhalten und gut aufgebaut. Und ich kann ihm nur wünschen, dass es ihm gelingt, mit der Mannschaft dieses Mal den Aufstieg in die Bundesliga 1 zu schaffen. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt der Hauptakteur des Abends. Ich würde mal sagen, als Eishockeykönig standesgemäß in einem edlen Gefährt. Dunklen Trikots und der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Und es beginnt für den BSC Preußen die gesamte Funkfamilie. Der Franz Funk im Tor, der Flori Funk, der Lenzi Funk, Lorenz Funk, Andreas Brockmann, der Neffe und der Lutz Schirmer, der erste richtige Berliner, der damals den Sprung schaffte in die Elite-Liga des Deutschlands und damit für den Berliner Schlittschuhclub aktiv war. Udo Kießling, Kapitän der Nationalmannschaft. Und die Preußen haben sich viel vorgenommen gegen die großen Namen aus der ersten Liga. Gerd Tronschka,
der Filigrantechniker des deutschen Eishockeys schlechthin, der beste Stürmer mit Sicherheit, der Kölner Center. Da ist er wieder, ganz schwer von der Scheibe zu trennen. Schorsch Brandt, der Rosenheimer. Im Mannheimer Block mit Obreza, Holzmann, Reil und Kreis. Schorsch Holzmann. Oh, der Franz Funk, den sollte man nicht allzu lange im Tor stehen lassen, wenn man wirkliche Ambitionen hat, denn so ganz im Training ist er natürlich nicht mehr. So, meine da geht auch schon. Jetzt geht der Franz Funk vom Eis. Herzlichen Dank. Die Familie ist ein bisschen aufgelöst. Und im Tor jetzt die Nummer 27, Andreas Enge. 50 Mark. Für das fünfte Tor von BFC Freud. Gestiftet vom Football-Team der Berliner ASA. Danke. Noch 7,5 Minuten im ersten Drittel. Unveränderter Spielstand 0:0. Und dieses Zwischenergebnis haben sich die Berliner durch ihren Kampfgeist, durch ihre geschickte Spielweise, ihr Defensivsystem, 4 Mann an der blauen Linie, ein Vorchecker, bisher redlich verdient. Schlimmer Fehlpass von Stehr und Helmut Steiger nutzt sowas eigentlich aus. Ist ja noch keine Strafzeit. Udo Kiesling. Kaum zu sehen für Andi Enge. Aber hat Glück gehabt. Fehler von Niederberger. Tabor, Jan Tabor hatte da die Chance. Und Helmut Raab, Garant für die deutsche Meisterschaft der letzten Saison. Schauen Sie mal, wie da zur Sache gegangen wird. Gefällt es ihm oder gefällt es ihm nicht? Die Minuten im ersten Drittel verrinnen, ohne dass die Nationalmannschaft bisher zu nennenswerten Chancen gekommen wäre. Peter Obreza feiert dann Comeback in der Nationalmannschaft, wurde einst als Riesentalent gepriesen, blieb dann stehen in der Entwicklung. Aber jetzt wieder mit seinem vertrauten Trainer, mit Olaine, klappt es vielleicht. Und da die Chance für die Nationalmannschaft zum 1:0. Aber vertan von Schorsch Holzmann. Na jetzt. Riesenchancen für die Preußen. Die wirklich bisher ein gutes Spiel machen. Marco Rentsch, vor kurzem noch Junior, inzwischen längst Stammspieler, genauso wie Heiko Avizos. Es macht Spaß, den Berliner Eigengewächsen zuzuschauen. Nur, sie dürfen sich nicht wie hier Marco Rentsch auf Dribblings in der eigenen Zone einlassen. Wir zerfahren die Partie im Moment. Noch 10 Sekunden im ersten Drittel beim Spielstand von 0:0. Gut gemacht von Avizos, wie er da dem Gegner die Scheibe abgejagt hat, und dann ist ein leider etwas stimmungsloses erstes Drittel zu Ende, aber die Zuschauer freuen sich, dass die Preußen ein 0:0 gehalten haben, und eigentlich war sogar mehr drin. Das war die Stimme von Lorenz Funk. Der Bundestrainer Xaver Unsinn in der Preußenkabine, vielleicht ein gutes Omen für die kommende, für die nächste Saison. Xaver Unsinn, hier werden doch Erinnerungen wach in dieser Kabine. Auf alle Fälle, ich war ja 8 Jahre hier, gell? Wir haben ja 2 Meisterschaften hier gemacht. Ich habe ja mit verschiedenen Spielern hier noch trainiert und vor allem mit Lorenz. Wir sind ja zusammen nach Berlin gekommen und es ist immer eine tolle Sache hier. Die Mannschaft hieß damals Schlittschuhclub und wurde 2-mal unter ihrer Ägide deutscher Meister. Ja, das auf alle Fälle, und 76 waren ja hier auch noch ein paar Kameraden bei der Bronzemedaille dabei, und das war mit der größte Erfolg im deutschen Eishockey und für mich persönlich natürlich auch, gell.
Es hängt uns unter Unterhosen jetzt um den Kopf herum. Man schaut gut aus der Wäsche, könnte man sagen. Berlinische BSC Preußen hält sich doch ganz gut nach dem ersten Drittel. 0-0, was will man eigentlich mehr gegen Nationalmannschaft? Oder hält man sich zurück? Haben Sie die Devise ausgegeben? Nein, das auf keinen Fall. Die spielen voll, aber das ist eine neue Mannschaft, gell, die sich zusammenfinden muss. Aber die Preußen-Mannschaft spielt hervorragend. Sie geht das Tempo mit, gell. Und sie spielt auch in der Abwehr taktisch klug. Und sie haben ja gute Torschancen gehabt, beide Mannschaften. Und ich finde also, es ist rundherum auch fürs Publikum ein ganz gutes Spiel. Ja, Sie haben das Publikum angesprochen. Ich glaube, die sind begeistert, dass Sie mit Ihrer Mannschaft nach Berlin gekommen sind, um hier gegen die Truppe von Lorenz Funk zu spielen. Die zweite Liga ist ja nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei, nicht? Da gibt es nur wenige starke Mannschaften. Der BSC Preußen gehört dazu. Man müsste ab und zu, finde ich, gegen starke Mannschaften Freundschaftsspiele machen. Wäre das gut? Auf alle Fälle. Ich glaube, das Spiel bringt heute der Mannschaft von Preußen mehr wie meiner Mannschaft, weil Sie sehen, welches Tempo gegangen wird in der ersten Bundesliga und dass wir gleich wissen, was sie einfach erwartet. Ich glaube, dass ich bin ein Befürworter, dass die ganze Liga einmal anders gestraft wird, dass er mit 16 Mannschaften in Deutschland gespielt hat, das heißt 8 in der Elite-Liga, 8 in der Bundesliga 1 und dass diese 16 Mannschaften immer wieder Berührung haben miteinander, aber doch ein bisschen getrennt spielen und da wäre Berlin voll dabei. Ja, die Mannschaft geht jetzt aufs Eis, aber wir haben noch eine Minute, bis sie draußen sind und sich eingestimmt haben auf das zweite Drittel. Xaver Unsinn, ein Wort zu Ihrer Nationalmannschaft. Man geht ja jetzt auf große Reise. Auf alle Fälle. Ich habe also zwei Kader, einen Alternativkader, der geht nach Peking am Donnerstag. Wir gehen am Mittwoch eben nach Calgary. Und aus diesen beiden Teams wird dann also wieder der Kader im März für Wien eben heraus sich kristallisieren. Aber der zweite Kader, der geht vor Wien noch nach Leningrad. Und ich habe das erste Mal die Gelegenheit, 50 Leute in einer gewissen Rivalität gegeneinander auszuspielen und da bin ich ganz froh. Behalten Sie die Übersicht dabei? Auf alle Fälle. Ich habe jetzt genügend Trainer. Ich habe zwei in meiner Alternativmannschaft und einen jetzt bei mir, der Peter Hemer. Drüben habe ich den Hans Rampf und habe den Gerd Wittmann. Und ich glaube, dass wir das ganz gut im Griff haben. Letztes Wort noch zu Wien. Da hat man ja nicht so gute Erinnerungen in der Vergangenheit, nicht? Ach Gott, wie in Österreich grundsätzlich schon, 76. Aber 77 war ich nicht Trainer. Da sind wir gerade gegen 3-2 gegen Rumänien aus dem Schneider gekommen, nicht abgestiegen. Aber ich fahre gern nach Wien und ich glaube, dass wir die Ziele zwar nicht so hoch stecken sollen, aber auch keine Angst haben brauchen. Bedanke mich, Xaver Unsinn. Und Ihr Tipp fürs heutige Spiel, wie wird es ausgehen? Ach, ich tippe grundsätzlich nie, nicht weil ich in der Kabine stehe, aber das halte ich also, von dem halte ich nichts, weil das ist ein Spiel und da sind so glückliche Umstände mit verbunden. Und dann, wenn man dann so daneben haut, dann schaut man immer blass aus. Ja. Ich bin okay. Kein Lotteriespieler. Ja. Wir werden sehen, wie es ausgeht und damit gebe ich zu Jochen Sprenzel. Beginn des zweiten Spieldrittels und hoffen wir, dass sich insbesondere die Nationalmannschaft zu steigern weiß, dass sie hier so etwas wie einen Spielrausch vielleicht am Ende doch noch produziert, denn auch das gehört ja zum Unterhaltungswert dieser Veranstaltung. Kretschmer. Und Jan Tabor, der Tschechoslowake aus Kosice, er kann auch selbst Nationalmannschaftsspieler des Deutschen Eishockeybundes verladen. Eigentlich ein klasse Mann, viel zu gut für die zweite Liga. Beerwanger. Und gute Parade von Andreas Enge, immer mehr ein Rückhalt des BSC Preußen. Man hat ja auch noch Dietmar Hartnett, also Torwartsorgen gibt es bei den Preußen. Man wartet darauf, dass noch was passiert. Und wir würden es den 6.000 wünschen. Einen Vorwurf zu machen, wäre sicherlich falsch. Sie versuchen, das Spiel des Gegners, soweit das geht, zu ersticken. Versuchen, mit einer Defensivtaktik zum Erfolg zu kommen. Mit der ist dieses Rezept ausgegangen. Und die Nationalmannschaft weiß mit diesem Vorchecking,
des Zweitligisten herzlich wenig angefangen. Sullivan. Gefährliche Situation nach diesem Schlagschuss von Kiesling vor dem Tor der Preußen. Erster Block der Nationalmannschaft auf dem Eis, aber dass das nun die Paradeformation sein kann, hat man heute jedenfalls bisher noch nicht gesehen. Welch Jammer, dass das Spiel bisher so dahin plätschert, denn hier hätte man doch mal die Chance zu zeigen, wie schön Eishockey sein kann, zu werben für diese schnellste Mannschaftssportart, die es gibt, sozusagen eine Eishockey-Demonstration zu zeigen. Die Preußen kann man nicht verdenken, dass sie sehr ehrgeizig zu Werke gehen, aber die Nationalspieler müssen allemal in der Lage sein, die Preußen zu bezwingen. Vor allen Dingen auszuspielen, nicht mit ihnen als Schnelllaufen zu veranstalten. Und wir sehen jetzt auch an diesen Bildern, dass es die Nationalmannschaft nicht ganz locker nur nimmt. Und Tor jetzt, jawohl, ein Tor ist gefallen mit einem Bauerntrick für die Nationalmannschaft, kaum zu fassen. Ich glaube, Jupp Kompalla, hat er das Tor anerkannt oder nicht, das ist jetzt die Frage. Gucken wir uns nochmal in der Zeitlupe an, was passiert ist. Axel Kamera war derjenige, der zuletzt an der Scheibe war. Da kommt Kamera, der Rosenheimer, und tatsächlich erscheint die Scheibe im Tor untergebracht zu haben. Dreiseitel. Mal sehen, wie er sich entwickelt, wenn er mehr Spiele in der Nationalmannschaft gemacht hat. Verein, ein klasse Mann, und das, obwohl er eben noch sehr jung ist, erst ein Twen. Tor! Der Ausgleich für den BSC Preußen. Na, und das bringt natürlich hier Stimmung in die Halle. Und dass es dann ausgerechnet auch noch Lori Funk war, das ist natürlich eine besondere Freude für die Zuschauer und für die Familie Funk. Lori Funk zum 1:1. Schauen wir nochmal hin. In der Zeitlupenwiederholung. Noch 3 Sekunden im zweiten Abschnitt, also da müsste man schon vom Bullypunkt direkt ein Tor erzielen, wenn da der BSC Preußen noch in Führung gehen will. Nochmal abgepfiffen worden. 2 Sekunden. Bleibt beim 1:1 nach den beiden ersten 15 Minuten. Und es hat eine gewisse Steigerung gegeben durch die beiden Tore. Hoffen wir, dass dies im Schlussabschnitt anhält. Jetzt habe ich 2 Nationalspieler bei mir. Udo Kiesling auf dieser Seite und Markus Kuhl auf der anderen Seite. Udo Kiesling, solch ein Spiel macht viel Spaß, glaube ich. Stimmt, es ist sehr schön, ist vor allem die Kulisse hier, das Ganze drumherum und das, was man dem Lenz heute bereitet, ist schon optimal. Es steht 1:1. Ja, ich meine, vom Spielerischen her ist es nicht gerade so tierisch ernst von unserer Seite, aber wir wollen natürlich gewinnen, das ist klar. Sie sind ja dem Lorenz Funk, was die Einsätze in der Nationalmannschaft angeht, ja dicht auf den Fersen, nicht? Ja, was heißt dicht? Es sind einige Spiele noch, die fehlen, aber wer weiß, irgendwann vielleicht mal. Markus Kuhl, Sie sind einer der wenigen Nicht-Bayern in der Nationalmannschaft, ist richtig? Das ist richtig. Ich komme aus Mannheim und bin eigentlich fast der Einzige aus Mannheim, der den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft hat und 150 Länderspiele auch geschafft hat. Ich habe gerade den
Udo Kießling gefragt, was er von solch einem Spiel hält. Die waren sicher auch beim Abschied von Alois Schloder dabei im Frühjahr. Das kann man sicher vergleichen. Die Stimmung ist ähnlich. Ne? Ja. Es ist sehr schön. Wir kommen alle gern zu diesen Spielen. Man sieht alle Bekannte wieder. Man trifft sich wieder, sitzt zusammen. Es ist nicht so ernst und es macht sehr viel Spaß. Xaver Unsen hat vorhin gesagt, ihr habt einen Kader von 50 Leuten, von 50 Spielern. Sie gehören natürlich zum Stamm. Jetzt geht's auf große Reise. Ja, wir fahren jetzt 10 Tage nach Kanada und danach fängt direkt wieder die Bundesliga an. Sie fahren nach Kanada, jetzt muss ich mal den Udo Kießling. Wo ist er denn? Jetzt ist er schon verschwunden. Udo Kießling ist weg. Schönen Dank, dass Sie bei uns am Mikrofon waren und noch ein schönes Spiel. Letztes Drittel und weiterhin ohne Verletzungen und na, vielleicht geht es unentschieden aus. Wäre schön. Ja, ich hoffe, dass wir gewinnen. Ja. Okay, danke. Und ich gebe wieder zu Jochen Sprenzel. Auf geht's zum letzten Drittel zwischen der Nationalmannschaft in den weißen Trikots, jetzt von links nach rechts gegen den BSC Preußen. Der Markus Kuhl hat deutlich gesagt, wir wollen gewinnen. Mal sehen, ob es in die Tat umsetzt. Munschka und Dietmar Habnitz. Nur einmal in einer Partie sollte man sich per Bauerntrick vernaschen lassen, wie er vorhin zur Führung. So, nun bin ich mal gespannt, was die Nationalmannschaft in Überzahl zeigt. Das war bei uns sicher auch. Eigentlich nicht gerade ihre Stärke. Die Mannheimer sollen es versuchen. Obreza. Hinten Reil und Kreis. Und Obreza zum 2:1. Wieder sah Dietmar Habnitz nicht sehr gut aus, das muss man sagen. Peter Obreza also zum 2:1 und fast Totenstille in der Halle. Noch einmal dieser sicherlich vermeidbare Treffer. Möglicherweise habt ihr sogar durch die Beine gegangen. Mal schauen. Ja, durch die Beine. DFB-Pokal. Wattenscheid 09 gegen Eintracht Frankfurt 1:3. Und Fortuna Düsseldorf gegen Bayern München 3:0. Bezeichnend, dass es für den Sieg der Düsseldorfer gegen Bayern München mehr Beifall bisher gegeben hat, als für das, was sich da unten auf dem Eis getan hat. Die vielen, vielen Bayern auf beiden Seiten werden entsetzt sein. Mal sehen, vielleicht können sie wieder zum Ausgleich kommen. Tor, Lorenz Funk, als letzter noch dran. Das sind das jetzt Geschenke an die Funk-Familie, an den Jubilar. Oder ist es wirklich so, dass die Nationalmannschaft da in der Abwehr nicht mehr drauf hat? Nochmal. Aber vielleicht weckt das ja auch den Ehrgeiz von einigen Spielern noch einmal. Zum Beispiel von Uli. Edwell, schießt doch! Pfosten! Oh, das wäre natürlich genau das gewesen, was die Zuschauer ersehen. Andi Brockmann, Foul! Jawohl, Haken wird angezeigt von dem überaus guten Schiedsrichter Kompalla und Uli Egen will da sogar ein Penalty gesehen haben, aber das war sicherlich nicht, da war eben die Aktion noch fast an der blauen Linie. Und vielleicht zielen die Preußen noch genauer als an dem Posten, jetzt bei 5 gegen 4. Ach, schade. Schnell hat die Nationalmannschaft wieder die besten 4 raufgeholt. Kießling, Trunschka und Steiger sind dabei. Sullivan. Und Glück jetzt für die DB-Schützlinge.
Schlickenrieder im Kasten, hat viel, viel Arbeit. Und Tor, da ist er drin. Jaworowski zum 3:2. Erwin Jaworowski. Und endlich die Jubelstimmung, die man sich hier von Anfang an gewünscht hätte. Verdient, verdient, allemal verdient für den BSC Preußen. Schauen wir uns das nochmal an. Überzahl konsequent ausgenutzt. Gut in der Anlage, gut die Positionen gehalten. Jaworowski ins Tor. Markus Kuhl hat schon gesagt, wir wollen gewinnen. Nun liegen sie zurück. Aber jetzt der Konter. Gary Schwind. Oh. Tor! Tor! Gary Schwind. 4:2. Kaum zu glauben. Teil ist auch noch Heiko Abitko. Also das schauen wir uns nochmal in aller Ruhe an. Erst der Nasenstüber sozusagen für Schlittenräder und dann der Treffer. Hier Gary Schwind. Das war schon mal ein echtes Pfund. Ja, und dann war es die Nummer 12. Andrzej Zababa, der endgültige Torschütze zum 4:2, der wohl den Stock noch vor Gary Schwind da heranbekommen hat. Und die Nummer 30, Erwin Jaworski. Und da hat man mal gesehen, wie reaktionsschnell der Zababa ist. Ich sagte vorhin, er kann ein Juwel für die Berliner werden. Das hat er heute angedeutet. In einigen Szenen, nicht nur bei diesem Tor. Kretschmer, abgepfiffen, abseits. 4:2 für die Preußen. Man ist jetzt bei den 6.000 natürlich versöhnt. Für das, was man vorhin vermisst hat, ist man reich entschädigt worden. Wenn gesungen wird, Preußen für Deutschland, so ist das ein bisschen übertrieben, aber das gehört ja zum Feiern dazu. Und vergessen wir nicht, dieses Spiel ist ja anlässlich eines Feiertages und veranstaltet worden für Lorenz Funk. Und der hat wesentlich nochmal als Spieler mit dazu beigetragen, mit seinen Söhnen, dass hier offensichtlich die Nationalmannschaft geschlagen wird. Er wollte sich überbewerten, aber es ist schon toll. Brockmann! Oh, Tor! 5:2! 5:2 für die Nationalmannschaft. Andy Brockmann zusammen mit dem Sigi. Ja, das ist schon eine tolle Sache für den BSC Preußen. 1:39 vor Schluss. Schon mal das schöne Solo von Egen. Dann kommt der Andy Brockmann. Lorenz Funk im Kreise seiner Mitstreiter. Die Nummer 9, ein Trikot, das in Berlin, man soll vorsichtig sein, aber bestimmt im Eishockey Ewigkeitswert haben wird. Und die Nationalmannschaft morgen in der B-Gruppe und wollte uns alles beim Eis, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch nach diesem Spiel unserem DFB Preußen. Lorenz Funk, es ist geschafft, es war ein rauschendes Fest. Ja, muss ich sagen, ich bin, also, das ist überwältigend gewesen, hätte ich nie geglaubt, dass meine Berliner Fans hier sowas veranstalten und unser Verein und alle, wo da dazugeholfen haben, also, es ist unglaublich. Und wie das geklappt hat, man hat die Nationalmannschaft geschlagen, schön, man muss es nicht so ernst nehmen, dieses Spiel, aber sie haben Tore gemacht, ihre Mannschaft hat 5:2 gewonnen, das ist schon ein hebendes Gefühl, nicht?
Ja, ich glaube, meine Mannschaft hat heute für mich gespielt. Ich bin ja nicht mehr der Fitteste, das ist ja ganz klar mit dem Training, was ich zurzeit mache. Und ich glaube, die Berliner, die wissen jetzt wirklich, dass unsere Mannschaft sehr gutes Eishockey spielt. Die glauben es ja nicht, die meinen immer, die anderen sind so schlecht. Darum können wir so gut spielen, aber wir können gut spielen. Das Spiel war vielleicht heute, das Ergebnis ist ein bisschen zu hoch, aber wir haben gut mitgespielt. Er hat sein Jersey nicht mehr an, das sieht man, er hat das Jersey seinem Sohn gegeben, nämlich dem Lorenz Lenzi genannt, die Nummer 9. Lenzi, die verpflichtet natürlich, nicht? Ich sage, die verpflichtet die Nummer 9, wenn man die ja, jetzt über hat. Der Vater hat 225 Eishockey-Nationalmannschaftsspiele hinter sich, 226 sagt er sogar. Und das ist natürlich etwas, wo man nacheifern kann. Aber wieder nicht verstanden. Weil so laut. Die sind viel zu laut hier. Ich sage, ja, das ist natürlich ein Vorbild gewesen, der Vater. Und da kann man nacheifern. Ja, auf jeden Fall, willkommen. Der Vorbild. Hat Spaß gemacht heute, mit dem Vater an einer Reihe zu spielen. Ja, und war großartig. Ja? Ja. Fein. Noch ein letztes Wort zum anderen Sohn. Komm mal ein bisschen näher. Das ist der Flori. Er spielt noch U18. Aber mit dem Vater an einer Reihe, ich meine, das war eine gute Idee, eine sehr nette Idee. Und ich glaube, viel Spaß gemacht. Die Atmosphäre in der Halle war prächtig. Ja, war super. Das ist ja gut gelaufen. Wer schlägt schon mal die Nationalmannschaft, wenn man nicht selbst drin spielt, nicht? Lenz, alles Gute. Ja, danke. Und als Coach bleiben Sie ja dem Eishockeysport verbunden und hier in Berlin. Und vielleicht, das ist ja mehrmals angeklungen, auch bei meinem Kollegen Jochen Sprenzel, dass im nächsten Jahr der BSC Preußen in der ersten Liga spielt. So, jetzt sind Sie nicht mehr zu halten. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, die Stunde bei uns verbracht zu haben. Wir wünschen noch einen angenehmen Abend. Wiedersehen. Tschüss. Kassel hat im Prinzip nur